Hallo ihr Lieben, mein Name ist Paula und willkommen zu meinem neuesten Strickvlog. Dieser Vlog wird wieder etwas Besonderes, denn er findet in Berchtesgaden statt. Mir ist aber während des Schneidens so ein bisschen aufgefallen, dass ich nicht wirklich viel gequatscht habe, weil ich ehrlich gesagt einfach total entspannt hier war, mich aufs Stricken, auf die Berge und einfach auf meine Freiheit so ein bisschen konzentriert habe, sodass ich wenig geredet habe, obwohl ich eigentlich viel erlebt habe. Deshalb dachte ich mir, ich filme einmal ein vernünftiges Intro und Outro, damit ihr überhaupt so ein bisschen wisst, was da alles passiert ist. Wir sind letztes Wochenende nach Berchtesgaden gefahren, für eine Woche, leider nur für eine Woche, weil es nicht anders zu organisieren war. Mein Freund war noch niemals hier, deswegen musste ich ihm so ein bisschen die Basic-Sachen zeigen. Ich war schon relativ häufig hier, weil ich meine ganzen Sportmädchen-Fortbildung hier gemacht habe. Deshalb ist das auch so ein bisschen mein Safe Space. Ich bin hier so gerne. Berge erden mich total. Ich finde das total angenehm und ich finde, auf der Hütte zu sitzen, auf die Berge zu schauen, zu stricken, es gibt selten was Geileres. Außer Yoga natürlich, aber ansonsten ist das einfach ein super schönes Gefühl und ich mag es hier total gerne. Ich mag auch die Leute hier total gerne und gerne. Ihr merkt schon, ich bin begeistert. Dann wiederhole ich mich immer so sehr. Den ersten Tag waren wir auf der Blaueishütte. Die liegt, glaube ich, auf 1600 Metern oder so. Da habe ich, glaube ich, gar nichts gefilmt, wenn ich mich nicht irre. Leider, weil erst war es total irgendwie regnerisch, bewölkt und auch neblig und plötzlich ist alles freigezogen und es war so schön. Es war so schön. Also leider habe ich das nicht auf der Kamera. Und dann waren wir am zweiten Tag im Klausbachtal, um ein bisschen easy zu machen, um uns alle so ein bisschen an alles zu gewöhnen. Und am dritten Tag, da war das Wetter nicht so toll. Da sind wir auf die Mittelstation hochgefahren und sind so ein bisschen über die Höhen gegangen. Dann sind wir zu Königsbachalm runtergegangen und lasst mich nicht lügen. Genau, dann haben wir so eine Runde oben über, also um den Königssee herum praktisch gemacht, aber auf der Höhe halt. Also auch eine super schöne Wanderung, wo man den Königssee nochmal von oben so betrachten kann. Bei der Blaueishütte haben wir natürlich auch den Hintersee erkundet. Ich finde, also der Hintersee ist mein absoluter Lieblingssee. Ich finde ihn so schön. Und danach ging es für uns nach Salzburg. Das war einfach nur, weil es der regnerischste Tag war. Ich wollte da eigentlich schon eine größere Wanderung machen, aber das Wetter war halt so lala. Und man muss sich halt leider so ein bisschen danach richten. Und am Donnerstag, genau, Mittwoch Salzburg, da haben wir nichts Besonderes irgendwie gemacht. Und Donnerstag ist es dann hoch zum Watzmannhaus gegangen. Und Watzmannhaus war toll. Es war so toll. Das ist eine meiner liebsten Wanderungen. Und eine, die ein bisschen entspannter ist, aber trotzdem anstrengend ist. Und ach, es war so toll und heute ging es dann nochmal zu Wimbach-Klamm, weil mein Freund auch noch nie eine Klamm gesehen hat. Und ich finde, man muss auf jeden Fall mal eine Klamm gesehen haben. Und das war so zu unseren Wanderplänen. Zur Strickerei. Ich habe vor allem an meinem Mystery-Shawl gearbeitet. Dieses Ding ist einfach krass. Es ist wirklich krass. Gestern ist der zweite Clou rausgekommen und ich bin noch immer nicht fertig. Deswegen muss ich mich gleich vernünftig an die Arbeit machen, um dieses Ding fertig zu machen. Denn beim zweiten Clou habe ich schon mal jetzt mittlerweile so reingeluschert und dachte mir so, okay, nur so ein kleines Stück. Mein Freund meinte auch so, oh, sieht ja easy aus in Relation zu dem ersten Teil. Okay. Dann gucke ich so und denke mir, okay, rechte Seite, linke Seite und dann noch unten Teile. Also es ist ein Arsch voll an Arbeit, wirklich ein Arsch voll an Arbeit. Ich glaube, nächste Woche wird es ein bisschen entspannter, weil ich dann nicht mehr so viel mit Freizeit und einem Pipapo beschäftigt bin und mich so ein bisschen mehr darauf konzentrieren kann. Aber es ist wirklich viel Arbeit, kann man nicht anders sagen. In Salzburg war ein eher uninteressanter Wollladen, wo ich gar nicht erst reingegangen bin, weil er auch ein bisschen weiter entfernt war. Und da war auch niemand bis jetzt so begeistert von. Und dafür war ich dann aber heute an der Wimbach-Klamm einmal in einem, das ist kein Wollladen, aber es war so ein kleiner Laden mit irgendwie Schafmotto, weil die auch Schafe hielten und alles. Und da habe ich echte Schafwolle noch abbekommen und war dann heute auch in einem Berchtesgadener Wollladen und der war super. Also beide Läden waren super. Also mit dieser Schafwolle wirklich toll. Ne? Und der Berchtesgadener Laden, der war einfach riesig.
Er war so riesig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin irgendwie reingegangen, dachte, okay, so vorne so ein bisschen. Und dann bin ich links rumgegangen, da meinte mein Freund, oh, guck mal, da ist noch mehr Wolle. Und ich dachte, wo ist der Junge? Und der war irgendwo völlig in der Tiefe verborgen, also riesig. Es war so riesig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Über 200 Ecken, alles Lana Grossa Wolle und es war einfach toll. Die Mädels, die dort waren, waren auch mega nett. Ich habe mich mega gefreut, also wirklich ein toller Laden und eine absolute Herzensempfehlung von mir. Das heißt, falls wir doch mal mit dem Gedanken spielen sollten, hier hinzuziehen, habe ich auf jeden Fall einen festen Wollladen hier in der Nähe, wo ich alles kriege, was ich so brauche. Was ich dort gekauft habe, zeige ich euch später in meinem Outro. Ja, und mit den Schafen genau das gleiche. Also mega schön. Ich habe 2 Sockenwollen gekauft, die hier irgendwo aus Bayern kommen. Da hat sie mir gar nicht gesagt, wo genau her die kommen, aber mega cool. Und die 3 anderen waren halt aus Eigenproduktion und finde ich ganz toll. Ich finde es super toll, sowas zu unterstützen. Die ist natürlich sehr, sehr kratzig, sehr kratzig. Aber ich finde, wenn man die über andere Socken anzieht, sind die eigentlich super. Ne? Die eine verfilzt sich auch so ein bisschen, hat sie gesagt. Aber ich finde, das macht soweit nichts aus. Ich habe aber auch in dem Video nochmal deutlich erklärt, wer und was und wo die sind. Von daher würde ich mal sagen, starten wir mit dem eigentlichen Video. Waren gestern im Klausbachtal, vorgestern auf der Blaueishütte. Auf der Blaueishütte habe ich leider nichts gefilmt, aber es war wunderschön. Und heute geht es wieder auf die nächste Wandertour. Ich arbeite jetzt abends immer nur an meinem Botanic Shawl, nein gar nicht, an dem Mystery Knit Along Shawl. Alles ist Shawl von Stephen West und es läuft bis jetzt ganz gut, aber es ist schon verdammt viel Arbeit. Der sieht mittlerweile so aus. Ich glaube, ich muss hier rein noch irgendwie 9-mal oder so wiederholen. Deswegen ist es schon eine Masse an Arbeit. Aber insgesamt, glaube ich, wird das Ergebnis ganz geil. Diese Teile flechtet man dann irgendwie so ganz komisch ineinander. Und ja, viel Arbeit, aber ich glaube, es lohnt sich am Ende. Thank you.
about me. So ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zurück zu Hause. Wir haben es heute etwas entspannter angehen lassen, wie eigentlich auch gestern. Wobei gestern haben wir schon ordentlich Kilometer zurückgelegt. Wir sind mit der Jännerbahn hochgefahren und haben dann praktisch dort in der Höhe so ein bisschen was erkundet, sind dann runter zu einer Alm gegangen und haben dann noch den Königssee einmal angeschaut. Mein Freund das erste Mal hier im Berchtesgaden, deswegen musste er auf jeden Fall auf den Königssee sehen. Es ging einfach nicht anders. Und ja, danach haben wir noch ein bisschen was in einem Outdoor-Laden geshoppt und sind jetzt wieder zu Hause. Auf jeder Alm, auf der wir bis jetzt waren, habe ich immer an dieser Socke weitergestrickt. Die wollte ich auf jeden Fall diese Woche fertig kriegen. Eigentlich wollte ich damit auch nochmal wandern, obwohl es eigentlich noch viel zu warm dafür ist. Ja, und ich bin auf jeden Fall so weit gekommen, dass ich jetzt schon mit der Ferse anfangen kann. Deshalb werde ich jetzt einmal die Ferse fertig machen und dann werde ich mich wieder meinem Mystery Shawl widmen, weil ich glaube übermorgen kommt der nächste Clou raus und bis dahin muss ich auf jeden Fall fertig werden. Die Ferse von meiner Socke ist jetzt fertig, so sieht das Ganze aus. Und jetzt wende ich mich endlich meinem Mystery Shawl zu. Cleo chillt hier neben mir und ja, ich habe wie gesagt schon einiges geschafft, aber es muss noch einiges gemacht werden bis zum 13. Oktober. Aber ich denke mal, es wird so knapp passen. Mittwoch hier bei uns und wir werden heute nach Salzburg fahren. Das Wetter ist nämlich so lala, so ein bisschen regnerisch, sehr, sehr nebelig und für die Wanderstrecke, die wir noch vorhaben, ist Nebel auf jeden Fall nicht drin, weil man da schon trittsicher sein muss und auch weil Cleo das erstmal in den Bergen ist und das alles austesten muss, brauchen wir da auf jeden Fall optimales Wetter für. Aber ich glaube, morgen wird es soweit sein. Ich wollte nämlich unbedingt zum Watzmannhaus hochwandern und ach, ich würde gerne so, so viele Wanderstrecken abklappern und ich habe so viel anderes noch auf meiner To-Do-Liste hier in Berchtesgaden. Aber leider haben wir einfach nicht genug Zeit dafür. Es wäre schön, wenn wir mehr Urlaub hätten, haben wir leider nicht. Deshalb muss man sich mit dem arrangieren, was man hat. Ich war hier einfach über 2 Jahre sehr häufig und danach auch immer wieder, weil ich hier meine Sportmedizin-Fortbildung gemacht habe. Und ich liebe diesen Ort einfach abgöttisch. Es ist so, so schön hier. Ja, ist ein bisschen laut im Flur. Hier in Berchtesgaden ist ein Wollladen. Ich glaube, da gehen wir übermorgen oder so hin. Vielleicht schauen wir es auch heute. Muss ich einmal gucken. Wir fahren jetzt gleich nach Salzburg, nachdem ich meine Yoga-Praxis hier gemacht habe. Und ich glaube, in Salzburg gibt es auch einen Wollladen. Zwischendurch stricke ich immer an meiner Socke und abends, wie ihr gesehen habt, wirklich fleißig an meinem Mystery Shawl. Und oh, es ist so viel Arbeit, so, so viel Arbeit. Heute ist schon der 12. Morgen kommt der nächste Clou raus. Das heißt, eigentlich muss ich heute richtig, richtig Gas geben. Deshalb quatsche ich auch nicht so viel und nehme euch einmal mit nach Salzburg. Oh.
Wir sind jetzt wieder zu Hause und es war mega schön in Salzburg. Wir hatten super Wetter und das, obwohl es gar nicht so gut werden sollte. Und ja, wir werden jetzt, glaube ich, noch ein kleines Nickerchen machen, die Zeit noch ein bisschen nutzen und dann mache ich mich an meinen Mystery Shawl. So, ich sitze hier an meinem Mystery Shawl. Cleo ist am Mampfen. Vampire Diaries läuft. Also kann es jetzt losgehen. Morgen alle zusammen. Wie ihr seht, bin ich schon für den Berg gewappnet. Für uns geht es heute auf das Watzmannhaus hoch. Nicht auf dem Watzmann, am liebsten nicht direkt auf dem Watzmann, aber dafür ist Cleo einfach noch nicht bereit. Und ja, ich freue mich riesig darauf. Wie ihr gestern hoffentlich gesehen habt, habe ich extrem viel an meinem Mystery Shawl gearbeitet, aber ich bin nicht fertig geworden. Und heute kommt der nächste Clou raus, aber ich habe mir da einen abgebrochen und ich bin einfach nicht fertig. Ich muss, glaube ich, dieses letzte Stück noch 5-mal oder so wiederholen. Es ist wirklich ein Arsch voll an Arbeit. Ich weiß nicht, wie das andere so schnell durchziehen, also so schnell bin ich nicht. Ich muss ja auch zwischendurch mal durchatmen und eine Pause machen. Und das streckt sich schon sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Aber naja, es ist, wie es ist. Und jetzt geht es für uns hoch aufs Watzmannhaus. Das Wetter ist nämlich perfekt. Könnte nicht besser sein. Backyard of your old farm in the summer. Stayed there for 3 weeks where we learned to love each other. Wrote you letters, sent a message to you that day. Skipped to the present, haven't been so happy ever. In your room, working on my first record. Skip to the present, and I still haven't released it. But it's okay, cause the new songs are way better. That's what it feels like, haven't been so happy ever. Bei mir, unser Urlaub hier in Berchtesgaden neigt sich leider dem Ende zu. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Heute ist unser letzter Tag hier. Morgen geht es für uns nach München. Ja, was soll ich euch sagen? Ich bin mega, mega traurig. Ich würde am liebsten hier bleiben und das ist einfach so ein schöner und besonderer Ort für mich. Und ja, ich will gar nicht viel jammern. Komme zu den wesentlichen Dingen. Ich habe gestern, glaube ich, nur ganz kurz erzählt, dass wir auf dem Watzmannhaus waren. Es war wunderschön. Es war perfektes Wetter. Es hätte nicht anders sein können. Das Watzmannhaus ist irgendwie auf 1930 Höhenmeter, wenn ich mich nicht irre. Es ist keine hoch anstrengende, beziehungsweise hochkomplexe Wanderung, aber es ist schon ein bisschen anstrengend dadurch, dass es sich einfach zieht. Es zieht sich und mit Cleo ist noch immer so ein bisschen neu, aber die macht das super mit und am Ende dort zu sitzen, auf den Watzmann zu gucken und zu stricken, war einfach das geilste Feeling. Also ich kann mir wirklich nichts Besseres langsam mehr vorstellen, als einfach nur auf Hütten zu sitzen und zu stricken. Unser letzter Tag ist ziemlich regnerisch hier. Also die ganze Nacht hat es durchgeregnet. Jetzt kommt so ein bisschen Sonne durch. Ich habe die Hoffnung, dass es sich irgendwie hält. Aber so oder so, nach der Hardcore-Wanderung gestern wollten wir heute eh was Entspanntes machen. Ich glaube, wir werden zur Wimbach-Klamm einmal gehen, dann über das Wimbach-Gries zur Wimbach-Hütte gehen, die leider, glaube ich, auch schon zu hat. Aber das gucken wir einfach ganz spontan. Das Gute ist, wenn das Wetter halt so beschissen ist, kann man halt direkt wieder zurückgehen. Hat aber trotzdem ein bisschen was gesehen.
Danach werden wir noch ein paar Sachen hier einkaufen, so besondere Sachen, die es bei uns nicht gibt, die wir aber unbedingt noch für zu Hause haben wollen. Und es geht zum Wollladen. Es geht auf jeden Fall zum Wollladen. Ja, ansonsten ja, habe ich an der einen Socke von meiner Mama gut weitergestrickt. Ich habe auch meine eigene Socke ja ein bisschen weiter als die Ferse schon mittlerweile fertig gemacht. Und ansonsten bin ich einfach nur dabei, am Mystery Shawl zu stricken. Es ist so viel Arbeit, so viel Arbeit. Ich saß da gestern echt bis 2 Uhr morgens und ich bin trotzdem nicht fertig geworden. Ich weiß nicht, wie es die anderen machen, ob die den ganzen Tag durchstricken oder ob jeder irgendwie 300-fach so schnell ist wie ich. Würde ich nicht ausschließen. Aber es ist einfach ein Arsch voll an Arbeit. Ich hoffe, es lohnt sich am Ende. Es muss sich am Ende lohnen, weil es ist wirklich, wirklich viel. Aber ich zeige euch mal bei gutem Licht, wie der mittlerweile aussieht. So sieht das Ding mittlerweile aus. Ich muss nochmal vernünftig in die Anleitung gucken, denn ich glaube, da stand, dass es am Ende der Wiederholung diese 11 Contrast Color Stripes geben sollte. Und ich bin schon bei 9. Aber die Anleitung müsste ich, glaube ich, noch 4 Mal, glaube ich. 3 oder 4 Mal wiederholen. Das wird halt nicht so ganz hinkommen. Also es kann sein, dass ich doch schneller fertig bin als gedacht. Das muss ich nochmal nachgucken. Da muss ich leider tausende Maschen zählen. Da habe ich keine Lust drauf. Aber was sein muss, muss sein. Aber so sieht der mittlerweile aus. Also ich glaube, das Ergebnis wird ganz schön. Das sind ja diese Stripes. Wahrscheinlich hat jeder mittlerweile gesehen, wie das aussieht. Die man so ineinander flechtet irgendwie und das so durchzieht. Deswegen auch das ganze Twist and Turns. Motto, okay, vor der Kamera kriege ich das jetzt nicht hin, aber ne, das wird so ineinander gewickelt und dann halt alles so ineinander, sodass das alles so aufgewickelt ist. Einfach, ja. Aber so sieht das Ding aus. Ich finde auf dem Foto sieht das auch mega klein aus und mittlerweile ist das einfach so ein riesen Ding, das ich hier habe. Ja, ich glaube, Fehler habe ich nicht reingemacht. So langsam denke ich so, Bei allen anderen sieht er anders aus, aber tut er eigentlich nicht. Ich glaube, dadurch, dass man das hier aufwickelt, kommt da auch noch ein bisschen andere Spannung rein. Aber so sieht das Ding aus. Der Clou ist ja, also der zweite Clou ist gestern rausgekommen. Ich habe ihn mir extra noch nicht angeguckt, weil ich sonst zu frustriert wäre, dass ich das Teil hier noch nicht fertig gemacht habe. Deswegen, erst wird das fertig gemacht und dann gucke ich mir das zweite an. Aber ja, so, ich packe das jetzt erstmal zusammen und dann geht es für Machklamm. Und dann hoffentlich habe ich noch einen vollen Abend mit voll viel Strickerei und allem Pipapo. Noch eine kurze Rückmeldung, bevor ich mich fertig mache. Es sind 14 von diesen Streifen, also von der Contrast Color. Also habe ich doch noch einen Arsch voll an Arbeit. Aber heute muss dieses Ding fertig werden. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber deshalb quatsche ich jetzt nicht viel. Ich nehme euch natürlich mit und bis später. Backyard and your old farm in the summer. Stayed there for 3 weeks where we learned to love each other. Wrote you a letter, sent a message to look that day. Skip to the present, haven't been so happy ever. In your room, working on my first record. Skip to the present, and I still haven't released it. But it's okay, cause the new songs are way better. That's what it feels like, haven't been so happy ever. Seems like it's for real this time.
watching you sit there with our best friends at the wedding. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, waren wir heute bei der Wimbach-Klamm. Wir sind gar nicht mehr weitergewandert, weil wir einfach viel zu müde waren und unsere Füße zu sehr wehgetan haben. Deswegen für heute hat es gereicht. Das ist der letzte Tag, da wollten wir sowieso easy machen. Und danach waren wir noch ein bisschen was einkaufen, ein paar Besorgungen machen. Dann im Wollladen in der Wolloase. Und dieser Laden, Leute, der war riesig. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. War wirklich, wirklich super riesig. Ich bin um eine Ecke gegangen, dachte mir, oh mein Gott, dann bin ich um die nächste gegangen, dachte mir, oh mein Gott, also so viel Wolle, ich glaube, es war alles, wirklich alles von Lana Grossa und mega, mega cool. Also es hat mir total gefallen, die Mädels dort waren super nett, ich war so überfordert und ich hatte nur eine halbe Stunde eingeplant, weil wir es einfach nicht früher zurückgeschafft haben, dass ich nochmal zurückgegangen bin, um nochmal zu gucken und auch wirklich was zu kaufen. Und ach, es war wirklich, wirklich toll. Und an der Wimbach-Klamm habe ich auch noch Wolle gekauft. Davon erzähle ich euch aber später, wenn ich an diese Wolle drankomme. Weil das ist was ganz, ganz Besonderes. Aber erstmal zeige ich euch, was ich jetzt in der Wolloase gekauft habe. So, meine Ausbeute sieht man noch nicht so ganz. Aber ich habe die ganze Zeit schon nach einem schwarzen, ganz normalen Sockengarn gesucht. Und das habe ich auch gefunden. Das ist von Lana Grossa, Malenwald-Zetter. Ganz in schwarz, denn ich möchte meinem Freund Star Wars Socken stricken. Und mit dem schwarzen Garn geht das super. Dann hat meine Mutter darum gebeten, dass ich passende Socken zu ihrem Shawl mache, zu diesem Outstanding Shawl, also zu dem Tuch. Und die Basiswolle hat die Eva ja leider nicht mehr. Und wäre auch sowieso, glaube ich, gar keine Sockenwolle gewesen. Naja. Auf jeden Fall, man sieht zwar keinen großen Unterschied zwischen den beiden, aber das ist eher so eine dunkelgraue Wolle. Und dazu mache ich ihr dann oben so Streifen einfach mit diesen Rosatönen, weil ich davon auf jeden Fall noch Reste habe. Und ich glaube, dann passt das wirklich super zu dem Tuch. Und dieses Garn, das war reduziert. Das war reduziert und das musste ich auf jeden Fall mitnehmen, weil ich mir dachte, dass man damit total gut den Straight-Up-Sweater vom Popnitz machen kann. Das ist Tweedy Lala Berlin von Lana Grossa. Davon habe ich 2 Knäule mitgenommen. Und weil ich mich ja in letzter Zeit total häufig auf meine Sockennadelspiele gesetzt habe, habe ich nochmal ein paar an Sockennadeln mitgenommen. Und ich glaube, das war's. Ach ja, genau. Ich glaube, das ist eine neue Serie von Lana Grossa. Landlust. Davon gibt es total viele Garne. Und ich fand die Pullis und die ganzen Anleitungen ziemlich süß dort. Deswegen habe ich das auch noch mitgenommen, um es mir anzugucken. Ich finde den Cardigan total cool. Das finde ich aber auch geil. Also es gab unendlich viele coole Sachen dort. Die hatten auch ein eigenes Magazin zu Trachtenstricksachen. Und oh, es war so, so hübsch. Ich musste mich echt zügeln, weil ich habe ja noch München vor mir. Und außerdem will ich halt nicht so sinnlos Wolle kaufen, sondern wirklich passend zu meinen Strickprojekten, damit ich nicht in Wolle ertrinke. Aber das ist auf jeden Fall meine aktuelle Ausbeute. Wir sind jetzt wieder zu Hause und ich wollte euch den Sockengarnfund des Tages einmal zeigen. Wir waren nämlich an der Wimbach-Klamm, wie ich es gerade schon erwähnt habe. Und dort war so ein ganz kleiner Laden mit Schafsachen, weil die ganz viele Schafe gehalten haben. Und erst wollte ich nicht rein und dann meinte mein Freund, oh, lass doch mal gucken. Und dann dachte ich mir so, vielleicht gibt es ja Wolle. Und ja, es gab Wolle. Zuallererst habe ich diese Sockengarne gekauft. Das ist einmal dunkelgrau. Das sieht jetzt ein bisschen heller aus, als es ist. Und braun. Richtig, richtig schön. Das ist natürlich unbehandelte, super krasse Schafwolle. Das heißt, sie ist natürlich kratzig und rau. Aber ich finde, so zum Drüberziehen ist das eigentlich perfekt. Und diese 2 Garne sind hier aus Bayern von irgendeiner No-Name Geschichte, nein, nicht No Name, aber ne, die machen jetzt nicht permanent irgendwie Garne oder so, das sind halt eher wie Abfallprodukte und ja, finde ich mega, mega schön, dass ich einheimische Garne wirklich gefunden habe und das ist von denen selbst. Das ist nochmal deutlich kratziger, aber das ist das Garn von dem Alpinen Steinschaf und das ist eine seltene Rasse. Und ja, guckt es euch an. Na, also mit einer 2,5er Nadel kann man das perfekt stricken. Ist natürlich gar nicht stretchy oder sonst was. Deswegen, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Aber wunderschön und
wie gesagt, einheimische Garnhersteller unterstütze ich unfassbar gerne und mit diesem Ort verbinde ich sowieso ganz, ganz viel und dementsprechend ist es für mich umso schöner, auch noch ein einheimisches Garn wirklich von hier zu haben und genau, von so einer gefährdeten Rasse auch noch. Die gehen wirklich sehr gut mit ihren Schafen um, das fand ich auch total schön. Ich habe mit der Besitzerin so ein bisschen gequatscht und die hatte zum Beispiel auch das Problem, dass sie vor einigen Jahren ganz viele Schafe verloren hat, weil Wölfe unterwegs waren. Da hat sie sich Hirtenhunde besorgt, die jetzt darauf aufpassen. Das funktioniert super gut und ach, mega, mega schön. Also wie es zu stricken ist, weiß ich noch nicht. Das wird wahrscheinlich auch eine kleine Herausforderung, aber kann ich euch nur empfehlen, auf jeden Fall irgendwie so kleine Unternehmen zu unterstützen. Finde ich mega, mega schön. Deshalb, das ist wirklich ein Fund. Ich freue mich riesig darüber. Jetzt habt ihr einen Rundumblick von meinem Urlaub gekriegt. Wie ihr gesehen habt, Mystery Shawl war auf jeden Fall ein Thema, aber auf den Hütten habe ich immer normale Socken gestrickt. Weil Socken gehen immer, Socken kann man auf jeden Berg hochschleppen und vor allem man muss sich halt nicht darauf konzentrieren, man kann einfach so locker runterstricken. Da kann man mit so einem Mystery Shawl natürlich nicht mithalten. Ich wollte euch nochmal kurz vernünftig zeigen, welche Wolle ich gekauft habe. Ich habe einmal die zwei Sockenwollen in der Wolloase in Bechtesgaden gekauft. Eine ist schwarz, weil ich daraus meinem Freund so Star Wars Socken stricken möchte und die ganze Zeit schon nach so einer gesucht habe. Und die andere, das sieht man leider nicht so gut, die ist eher dunkelgrau. Weil meine Mama unbedingt zu ihrem Outstanding Shawl passende Socken haben wollte und da wollte ich im Endeffekt so eine dunkelgraue haben, weil Eva ja leider nicht mehr die eine Farbe hat. Und dann wollte ich so Stripes aus den Resten stricken von diesen rosa, also mit diesen rosa Resten wollte ich einfach nochmal so Streifen stricken. Das ist das eine. Dann hatten die glücklicherweise noch ein bisschen was im Angebot. Diese beiden habe ich mitgenommen. Das ist die Tweedy Lala Berlin von Lana Grossa mit der Farbe 002. Und die habe ich mitgenommen, weil die erstens im Angebot war und zweitens dachte ich mir, damit kann man sehr gut diesen Straight-Up-Sweater von Popnitz auf jeden Fall stricken. Und ich habe Stricknadeln nochmal mitgenommen. Ein Nadelspiel, weil ich mich ja in letzter Zeit so häufig auf meine Stricknadeln gesetzt habe und ja, musste ich halt leider nachkaufen. Dann habe ich hier dieses Landlust-Heftchen mitgenommen. Auch von Lana Grossa, weil Lana Grossa jetzt eine, ich glaube, das ist eine Wollreihe, weil ich darunter direkt die Wolle dazu gesehen habe. Landlust heißt diese Wollreihe auch. Und da haben die einfach verschiedene Strickbeispiele gemacht. Und ich finde zum Beispiel hier ne, Mütze und Schal, finde ich total hübsch. Sieht sehr gut aus. Ich finde auch den Pulli sehr geil. Also ich glaube, diese Wolle werde ich mal ausprobieren müssen, weil ich diese, die Ergebnisse eigentlich sehr cool finde, auch von dem Cardigan und so. Da hinten sind die Strickanleitungen drin, also das muss ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen. Aber heute hatte ich da irgendwie keinen Nerv mehr zu. Außerdem erwartet mich ab morgen noch München für 2 Tage. Und da kam ja auch schon Empfehlung von euch, deshalb muss ich mich darauf konzentrieren. Dann gebe ich euch nur ein paar Beispiele. Ein Beispiel ist aus dem Schafladen, nennen wir ihn mal so, an der Wimbach-Klamm. Einmal dieses Sockengarn, das ist das aus der Eigenproduktion. Davon habe ich 4 mitgenommen, weil mein Freund ein paar haben wollte und ich auch. Das ist das Alpine Steinschaf. Und genau, also wie gesagt, das habe ich euch gerade schon gezeigt, deswegen alles doppelt gemoppelt. Ne? Aber das sind deren eigenen Schafe und es ist eine gefährdete Nutztierrasse und finde ich total cool.
Finde ich mega, mega schön, dass sie das so machen. Und wie gesagt, super kratzig, aber kann man gut über andere drüber ziehen. Und das sind die Sockengarne, die ich noch zusätzlich gekauft habe. Und das sind die, die irgendwie aus Bayern stammen. Wie gesagt, ich habe noch nicht mal gefragt, woher die wirklich jetzt waren. Aber finde ich jetzt nicht so tragisch. Auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, die produzieren jetzt auch nicht so großartig viel Wolle. Das ist einfach nur so jetzt zwischendurch für so kleine Läden. Aber das hat mich mega gefreut, weil ich finde es super schön, sowas zu unterstützen. Und dann auch noch wirklich ureigene Wolle aus Berchtesgaden. Könnte nicht besser sein. Ja, deswegen eine sehr, sehr coole Ausbeute. Morgen geht es für mich nach München. Da werde ich nochmal einen separaten Vlog zu machen, sonst sprengt das hier völlig den Rahmen. Aber ja, ich hoffe, der Vlog ist nicht zu chaotisch geworden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen, eigentlich einen sehr guten Einblick in das bringen, was ich hier so erlebt habe, gesehen habe. Und ich habe es genossen. Ich habe es wirklich genossen. Ich bin viel entspannter mittlerweile und es war wirklich eine super schöne Zeit. Ich vermisse es jetzt schon, ich könnte jetzt schon heulen, wenn ich nur daran denke, dass wir morgen schon wegfahren, aber so ist es halt. Kann man jetzt gerade nicht ändern. Ich beende hiermit den Vlog, damit ich mich meinem Mystery Shawl zuwenden kann und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!